Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Steffen Henschemann. In meinem heutigen Videoclip möchte ich euch zwei Universalpumpen der Easy Runner Serie von Aquamedic vorstellen. Zu dieser Serie gehören die Easy Runner 3.0, die Easy Runner 5.0, 9.0 und 12.0. Wir haben uns heute für die Easy Runner 3.0 und die Easy Runner 9.0 entschieden. Die 5.0 ist so in etwa identisch mit der 3.0 und die 12.0 ist bautechnisch so in etwa identisch mit der 9.0. Die Zahlen, die stehen für die Leistung der Pumpe. Die Easy Runner 3.0 hat eine Leistung von 3000 Litern in der Stunde bei einem Verbrauch von 27 Watt und einer möglichen Förderhöhe von 2,7 Metern. Die 5.0 liegt bei 5000 Litern in der Stunde bei 44 Watt und einer Förderhöhe von 4,2 Metern. Die 9.0 die liegt bei 9000 Litern bei 78 Watt und einer Förderhöhe von 5 Metern. Die größte der Pumpen ist die 12.0 mit 12.000 Litern bei 92 Watt und einer Förderhöhe von 5,5 Metern. Alle Pumpen sind Universalpumpen. Sie können als Förderpumpe oder als Strömungspumpe eingesetzt werden. Sie sind konzipiert für die Meer- und für die Süßwasseraquaristik und sind innerhalb und auch außerhalb der Becken einsetzbar. Diese Pumpen sind aufgrund der hohen Nachfrage ohne jeglichste Elektronik konzipiert worden. Bei der Konstruktion ging es Aquamedic um die Einfachheit, Robustheit und die Langlebigkeit. Also die Pumpen sind robust, ohne Anschluss für Elektronik, ist auch nicht nachrüstbar für Anschluss oder für Elektronikanschluss, ja, und sind einfach nur Pumpe. Für den wartungsarmen Betrieb und eine optimale Laufruhe sorgen hier nicht nur die polierten Keramiklager und Achsen, sondern auch die auf Gummifüße gesteckte Bodenplatte. Ich zeige euch das gleich mal, wir nehmen es mal auseinander. Dann gucken wir uns erstmal die Bodenplatte an. Die geht durch Schieben ab. Hier sehen wir jetzt die Gummis, die an der Bodenplatte befestigt sind, die natürlich die Geräusche entkoppeln. So, die Keramiktrager und das Läuferrad, das schauen wir uns jetzt gleich mal an, indem wir einfach den Verschluss abtrennen. So, und dann können wir schon das Flügelrad aus der Pumpe rausziehen. So, hier sehen wir die polierte Achse und im Innenleben natürlich das Keramiktrager. Das Ganze geht dann wieder recht einfach zusammenzubauen. Für mich ein besonderes Highlight, man kann sagen, eigentlich ein bisschen ein Hingucker, ist das oder der transparente Verschluss. Spart uns viel Zeit und wir brauchen einfach nicht mehr die Pumpe auseinanderbauen, wenn wir sehen, die Pumpe ist nicht verschmutzt. Dazu gehört natürlich auch das gelbe Flügelrad. Für mich einfach eine schicke Geschichte, natürlich praktisch. Wie gesagt, man braucht einfach die Pumpe nicht mehr auseinanderbauen. Man sieht, ist sie verschmutzt, ist sie nicht verschmutzt. Und ja, für mich ein Highlight einfach. Und Preis-Leistungs-Verhältnis zu den Pumpen, denke ich mal, wurde recht ordentlich eingehalten. Die 3.0 ist für ca. 100 Euro käuflich zu erwerben. Die 5.0 für ca. 140 Euro. Die 9.0 bekommt man für ca. 160 Euro. Und die 12.0 für ca. 190 Euro. Wer sich beim Kauf für die Easy Runner 3.0 entscheidet, der wird zusätzlich zum mitgelieferten Material, was jetzt die Schlauchanschlüsse sind, was die Klebemuffen für die Rohre sind, noch zusätzlich einen Filterkorb vorfinden. Der Filterkorb ist abnehmbar und durch Drücken an der Seite zieht man den recht leicht ab. Somit ist die Pumpe dann wieder universell einsetzbar. Man kann sie als ganz normale Förderpumpe einsetzen. Wie das aussieht, wenn die Förderpumpe im Aquarium ist und wie die Geräusche sich entwickeln, schauen wir uns im Anschluss an. Ich baue mal ein kleines Becken auf und dann gucken wir mal, wie sich die Pumpen da verhalten.
für meinen Test habe ich dieses kleine Aquarium aufgebaut. Die AC Runner 3.0 ist angeschlossen und wir werden jetzt einfach mal mit dem Testbetrieb beginnen und schauen mal, wie die Geräuschkulisse sich entwickelt. So, die Pumpe hat ihre Arbeit aufgenommen. Sie läuft fantastisch. Vom Geräuschen kann man sagen, der hat Aquamedic die ganze Arbeit geleistet. Die polierten Lager und die Achsen machen ihre ganze Arbeit. Die Pumpe ist kaum zu hören. In unserem Fall hier haben wir sie als Förderpumpe eingesetzt. Der Filterkorb wurde abgenommen und wir probieren dasselbe dann nochmal aus, wenn die Pumpe wird im Aquarium stehen. Zu den Anschlüssen der Pumpe nochmal. Auf der Saugseite, das ist diese, ist ein Anschluss von 32 mm und auf der Druckseite ist ein Anschluss von 25 mm bei der Pumpe. Ja, mehr gibt es im Moment dazu nicht zu sagen. Wir setzen sie mal ins Aquarium rein und schauen mal, wie die Pumpe sich dann verhält. Zum Ende meiner kleinen Vorführung möchte ich nochmal beide Pumpen, die AC Runner 3.0 und die AC Runner 9.0 zuschalten in diesem Becken. Wenn wir die zugeschaltet haben, wird eine Umwälzung von 12.000 Litern in der Stunde stattfinden und wir schauen mal, wie die Pumpen sich wärmegeräuschmäßig entwickeln. Als erstes schalte ich die 3.0 zu und als nächstes die 9.0. Ich finde, selbst bei einer Umwälzung von 12.000 Litern ein absolut super Ergebnis. Die Pumpen laufen leise, genau wie wir es erwartet haben. Zu den Anschlüssen der Pumpen müssen auch Folgendes zu sagen. Die AC Runner 5.0 ist auf der Saug- und auf der Druckseite mit 32 mm ausgerüstet und die AC Runner 9.0 und 12.0 sind auf der Saug- und auf der Druckseite jeweils mit 40 mm ausgerüstet. Ja, damit sind wir am Ende. Ich denke, Aquamedic hat mit dieser AC Runner Serie 4 tolle Produkte auf den Markt gebracht und ja, die Pumpen erfüllen alle Kriterien, wie wir es uns wünschen, ohne die elektronische Steuerung, wie das von uns Aquarianern gewünscht wurde, beziehungsweise von einigen Aquarianern gewünscht wurde. Und an dieser Stelle möchte ich mich für Ihr Zuschauen bedanken bei der Firma Aquamedic für die Bereitstellung der Technik und verabschiede mich mit salzigen Grüßen, Ihr Steffen Menschermann.